Die Politik hat den Konflikt mal wieder ausgesessen. Sie nimmt weiter in Kauf, dass diese Stadt kulturell abstirbt. Nicht nur der Schokoladen, sondern auch die Lienstraße 206 und die KVU sind von Vertreibung bedroht. Noch fühlen wir uns wie einer der letzten überlebenden Amöben im Zombie-Bezirk Mitte. Nicht nur die alternative Kultur, wohl Politstrukturen, auch alle, die in prekären Verhältnissen leben, haben keine Chance, in der Innenstadt zu überleben. Uns bleibt keine andere Möglichkeit, als für unsere politischen und kulturellen Konzepte zu kämpfen. Es gibt keine Lücke im kapitalistischen Konsens für unsere Auffassung von Lebensqualität. Im Moment kotzt uns diese Stadt an und die Wut auf den Hauseigentümer steigt stündlich. Wir sind auf alle Hilfe angewiesen, um deutlich zu machen, dass Schluss sein muss mit dem Ausverkauf von allem, was diese Stadt mal lebenswert gemacht hat. Kommt in jedem Fall am 22. Februar morgens um 8 Uhr zum Schokoladen. Unsere Strategie ist noch in Arbeit und wir halten euch auf dem Laufenden. Keine weiteren Räumungen mehr. Was ist los? Naja, ich bin am Vorderen.